the territory close to Berlin, capital of Germany. And herzlich willkommen alle hier in Deutschland in der Nähe von Berlin. Я очень рад видеть знакомые лица. Er freut sich auch, bekannte Gesichter wieder zu sehen. He's happy to see also people he know already. И я искренне надеюсь, что мы уже друзья. And he thinks that those people are already kind of friends of him, because they have followers. Und er denkt, dass die Leute auch schon quasi Freunde sind, weil sie immer wieder kommen. Er freundschaftlich fällt es ihm. Я очень с интересом слежу за тем, как продвигаются их непрофессиональные живописные работы. Вот вчера вот я смотрел Jutin Post, отметил. Und er sagt, er verfolgt natürlich auch im Internet, wenn Leute von euch posten, wie eure Entwicklung so weitergeht. Also ihr seid ja schon beobachtet. Big Brother's watching you. And he is following up the professional skills of everybody. If you post on Facebook or on website or whatever, he's checking you out. So. Facebook. Очень рад, что вы не останавливаетесь, что вы дома работаете. Это меня очень радует. But he's happy that everybody is exercising at home, also when trying to do paint different stuff and developing. Also er freut sich sehr darüber, dass keiner nur hierher kommt hier mal, dann ist es für ihn vergessen bis zum nächsten Mal, sondern dass er auch zu Hause wirklich weitermacht und Dinge ausprobiert und euch auch weiterentwickelt. Вот, надеюсь, что мы будем расширяться вот с Франком, и мы вот за эти две недели, которые будем здесь работать, мы обговорим еще несколько есть проектов, связанных с развитием человеческих возможностей, да, вот со скульптурой, да, вот мы хотим немножко что-то придумать. И буду искренне рад, если наше общение продлится еще. Ja, und er hat viele Ideen im Kopf und die Zusammenarbeit mit uns klappt so gut, dass er auch der Meinung ist, wir müssten das Geschäft noch erweitern. Er hat also schon wieder neue Ideen, auch für nächstes Jahr. Die Landschaftskurse habt ihr gesehen, aber er hat noch mehr Ideen, die wir besprechen werden jetzt in den zwei Wochen. Da kann also noch einiges auf euch zukommen. Einfach um auch das Angebot zu verbreitern und eine zentrale Anlaufstelle zu haben. Ihr wisst, er ist Zigeuner, er fährt durch die Lande. Und das war eigentlich von Anfang an auch so sein Ziel, dass er hier so eine Homebase kriegt. So, Max has a lot of ideas in his head. We planned already for next year a three-level landscape painting with him, also with the academic approach. But on top he wants to have, sorry, he has more ideas, so maybe there will pop up more classes for next year and especially also for the future, because we worked together already 4 years and he's happy, I'm happy, everybody happy. And everybody happy, and that's why we want to broaden the space and to give you more possibilities to choose and to develop what you want, what you like. Even he's talking about sculpting maybe. Also er redet sogar über Skulpturen eventuell. Поскольку есть новые люди из уже других как бы стран, я хочу несколько слов о своем подходе к живописи. То есть те, кто меня знает, уже знают мой подход к живописи, а те, кто первый раз, я бы хотел буквально несколько слов сказать. Die Leute, die ihn schon kennen, die wissen, wie er an die Sache rangeht. Für alle Neuen erklärt er das jetzt nochmal kurz, wie er sich das so vorstellt, damit ihr wisst, was auf euch zukommt die Woche und eventuell zur Not noch schnell ausfüchsen könnt, wenn ihr wollt. So, those people who know him, they know his approach already, but for the newcomers, he will explain what he expects and how he is teaching, so that you have still the choice to escape if you don't like it. Вот. Моя задача состоит в том, я перед собой ставлю.